Sie passt zu dem, was über Ragnar Lodbrok geschrieben stand. Das ist der Käfig, in dem man ihn gefangen hielt. Der Ort ist verlassen, als kehrte man nach einem Ritual nie wieder zurück. Hier, an diesem Ort, fand Ragnar Lodbrok sein Ende. Er muss nackt gewesen sein, voller Blut, und jeder Tropfen sank in diese Grube. Der größte Dränger von allen. Am Ende König Aelas Beute. Diesen Tag habe ich 1000-mal gesehen. Balder hält den Met für mich bereit. Ich heiße meinen Einzug in das Land der Helden willkommen. Verhöhnt, erniedrigt, verspottet. Und seine Ehre gab nicht nach. Die Feiglinge warfen ihm den Schlangen vor. Sie hatten mehr Angst als er. Ich stelle mich dem Tode mit durstigen Lippen. Mein Vermächtnis wird nicht verblassen. Es ist in die Herzen derer geritzt, die an meiner Seite kämpften. Umringt von giftigen Schlangen stand er aufrecht und sprach mit Ehre und Rückgrat für alle, die ihr Leben dem Ruhm verschrieben. Oh, die jungen Schweine werden grunzen, wenn sie erfahren, was der alte Eber erdulden musste. Du wirst sie treffen, Ella. Sie werden kommen. Seine Männer kamen zu spät, um ihn zu retten. Die, die für ihn kämpften, liebten ihn zutiefst. Ihr Eid war ungebrochen. Ich habe deine Drängier zu dir gesandt, großer König. Du wirst wieder mit ihnen vereint sein. Dort, wo er starb, schimmert etwas in der Erde. Da ist was in der Grube. Wurde es hier vergessen? Ragnars Dolch, ein edler Sachs aus Damaszenerstahl.